Bei der Beurteilung der Atmung gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Entweder liegt eine normale Atmung vor oder eine nicht normale Atmung. Bei der nicht normalen Atmung sehen wir entweder gar keine Atmung oder wir sehen, dass der Patient eine nicht effektive Schnappatmung hat. Wie das aussieht, das zeigen wir euch in diesem Video. Wie ihr hier seht, ist die Atmung unregelmäßig und nicht effektiv. Selbst wenn ich das Kinn anhebe, normalisiert sie sich nicht.